Die Grenzen ins Nachbarland sind wieder offen und die tschechisch-deutsche Partnerschaft lebt wieder auf. Dies ist unter anderem ein Thema heute bei uns. Und damit heiße ich Sie recht herzlich willkommen zu Ihrer täglichen Dosis Information am Tor zum Wochenende im Mittelerzgebirgsfernsehen. Hier ist die Freitagsausgabe von Megional am 21. Mai 2021. Informationen aus unserer Region und für unsere Region haben wir mitgebracht. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Spontan wurde in der letzten Woche festgelegt, die Einreisebeschränkungen ins Nachbarland Tschechien für uns weitestgehend aufzuheben. Der kleine Grenzverkehr, den wir alle so sehr vermisst haben, ist wieder möglich. Die tschechischen Behörden erlauben uns, 12 Stunden am Tag den Aufenthalt in Tschechien ohne Test oder vergleichbare Nachweise. Aber nicht nur der Weg zum Tanken und Einkaufen ist möglich, sondern auch Begegnungen zwischen Freunden beiderseits der Grenze sind wieder erlaubt. Und das war Anlass, die Partnerschaft mit dem Nachbarland wieder zu aktivieren. Und so auch beim Club Tschechisch-Deutsche Partnerschaft. Dieser traf sich in Litvinov und Frank Langer war mit dabei. Nachdem der kleine Grenzverkehr seit letzter Woche wieder spontan möglich ist, nutzt der Club Deutsch-Tschechische Freundschaft die Möglichkeit, um ein Treffen in der Clubzentrale in Litvinov abzuhalten. Eine Begegnung, bei der man die Freude, sich wieder offline austauschen zu können, spürte. Glücklich drüber? Sehr. Sehr, lieber Frank. Sehr, lieber Club. Wir haben heute Clubleitungssitzung und eigentlich sind wir nur zu 6 zu 7 hier als Clubleitung, aber es haben sich ein paar eingefunden und im Rahmen der Möglichkeiten sitzen wir jetzt hier gemeinsam da. Planen das Jahr, planen voraus, gucken, was wir als nächstes machen wollen. Tolles Gefühl. Was wird denn als nächstes gemacht? Als nächstes planen wir einen Ausflug nach Prag. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch, dass wir gemeinsam nach Prag fahren können. Mal so ein paar Sehenswürdigkeiten, Gärten besuchen, vielleicht auch mal ein Bierchen trinken, vielleicht mal essen gehen. Das ist der nächste große Ausflug des Clubs. Nach vielen Monaten quasi der, ja, ich sage jetzt mal, Abstinenz der gegenseitigen, wie ist es denn jetzt endlich wieder zusammen zu sein? Gab es da anfangs Schwierigkeiten oder war das sofort gleich wieder worden? Wir hatten schon große Probleme, weil das halt übers Digitale schon machbar ist, aber in der Form, dass Zwischenmenschliche eben nicht lebbar ist. Wir haben uns versucht, immer mal an kleinen Grenztreffen, dass wir sagen, komm, lass uns mal gucken, ob wir uns sonntags irgendwo sehen können. Aber jetzt ist es schon perfekt, schnell mal nach Feierabend hier rüber und mit den Freunden mal ein Gespräch führen. Ich finde das großartig, einzigartig und ich bin froh, dass es wieder so ist. So ganz zufrieden. Und das sind wir alle hier, glaube ich. Was war es für eine Zeit, die getrennte Zeit? Und das war getrennte Zeit, würde ich sagen. Das, ja, ganz genau. Und wir haben uns vermissen untereinander. Das war ganz schlimm. Und hat sich alles verbessert? Ich will noch sagen, dass das Club Tschechisch-Deutsche Partnerschaft hier in Upartika erste Schritte gemacht hat. Und das ist für uns unsere Kneipe, unsere Clubzentrale. Und das hier, das haben wir für die Aufstellung gemacht. Der Chef des Stammlokals bekam in dem Rahmen auch ein kleines Präsent. Das Plakat ist auch in einer neuen Ausstellung zu sehen, die vom Nationalmuseum aus Prag organisiert wird. Ja, stimmt. Nationalmuseum Prag macht jetzt eine Ausstellung in Südböhmen in Prachatice zu dem Thema Grenze ist nur ein Wort. Also wir sind Sousede, mesme Nachbarn und ich beschäftige mich als Autorin da mit der Aktionen an der Grenze im Frühjahr 2020, wann die Initiative Samstage für Nachbarschaft das Treffen auf der grünen Grenze organisierte. Also da waren viele Treffen. Eins davon war auch am Gerner Tor, die das Treffen organisierte Club Deutsch-Tschechische Partnerschaft, Tschechisch-Deutsche Partnerschaft. Und ja, darum erzählt die Ausstellung auch ganz viel über den Club. Also ich bin seit 2 Jahren im Club, in der Clubleitung und das ist sehr wichtig für mich. Ich habe Freunde gefunden
und viele Abenteuer verbracht. Es ist sehr wichtig für mich. Du bist eine, die ja Veranstaltungen organisiert, sich auch um die Sachen kümmert. Ist es denn einfach, immer alle unter einen Hut zu bekommen? Nein, es ist alles so spontan und mit Freude gemacht. Es ist nicht schwierig. Es macht einfach Freude. Die Treffen sind nicht nur für die Großen gedacht. Auch junge Leute nutzen den Austausch. Also ich finde es sehr schön, weil man lernt so als Jugendlicher die tschechischen Erwachsenen kennen, aber auch die tschechischen Kinder und Jugendlichen. Und man hat so einen Austausch, einen internationalen Austausch, obwohl es halt eigentlich gleich nebeneinander ist. Deutschland und Tschechien. Wie wichtig ist das so richtig für dich? Lebst du es? Versuchst du es zu leben? Ja, ich versuche die deutsche Kultur mit der tschechischen Kultur zu verbinden und gleichzeitig so ein bisschen Englisch mit einzubauen. Da kann man seine Deutsch, Englisch und Tschechisch-Kenntnisse einfach verbessern und es ist einfach total wichtig, auch fürs spätere Leben und die Zukunft. Ist das so einfach, frage ich? Ich denke, man braucht ein bisschen Übung, um ins Englische zu kommen und zwischen Deutsch, Tschechisch und Englisch zu switchen. Aber wenn man einmal drin ist, dann ist das auch überhaupt kein Problem mehr. Deutsche und Tschechen nutzen die wieder erreichten Möglichkeiten des Austausches. Nicht nur online begegnen sich jetzt wieder die Mitglieder des Club Deutsch-Tschechische Freundschaft. Wenn man in unserer Region unterwegs ist, kann man sich die Wälder kaum noch anschauen. Entweder sind sie in einem schlechten Zustand durch kranke Bäume oder die Bäume wurden großflächig gefällt. Und Baumfällungen in einem größeren Gebiet, die stehen auch bei Rübenau an. Fabian Kröer mit weiteren Einzelheiten. Holzernte bei Rübenau. Der Forstbezirk Marienberg informiert über Holzeinschlagsmaßnahmen im Waldgebiet bei Rübenau zwischen der Görkauer Straße S217, dem Viererweg und der Rübenauer Waldstraße. Ziel der Maßnahme ist die Beseitigung der von Borkenkäfer beschädigten Bäume und die Pflege der Waldbestände. Während der Arbeiten, welche voraussichtlich bis Ende Juli andauern sollen, bleiben das Waldgebiet um den Hiebsort und die Waldwege Viererweg von der Einmündung auf die S217 bis zur Kreuzung Forstweg aus Sicherheitsgründen für Waldbesucher gesperrt. Der ehemalige Grünschnittplatz wird während der Forstarbeiten bis zur Abfuhr zur Lagerung des eingeschlagenen Holzes benötigt und kann deshalb nicht als Parkplatz genutzt werden. Die Wanderwege werden nach Abschluss der Arbeiten zeitnah wieder instand gesetzt. Bleiben wir noch beim Thema Sperrungen. Denn die Stadtverwaltung Marienberg hat über Verlängerungen von bereits bestehenden gesperrten Straßen informiert. Das sind im Folgenden: Die bestehende Vollsperrung der Reitzenhainer Straße im Bereich zwischen Kreuzung Annaberger Straße und Reitzenhainer Straße hier in Marienberg und dem Nettomarkt wird bis zum 28. Mai 2021 verlängert. Der Grund dafür sind Lieferschwierigkeiten bei der Materialbeschaffung und unvorhergesehene, komplizierte Einbindungsprozesse. Die Umleitungsführung erfolgt nach wie vor über die Annaberger Straße, Bundesstraße 171, Markt, Freiberger Straße, Auffahrt zur Bundesstraße 174, Ortsumgehung Marienberg und wieder zurück zur Reitzenhainer Straße sowie in Gegenrichtung. Die Zufahrt zum Einkaufsmarkt Netto bleibt weiterhin aus Richtung der Ortsumgehung Marienberg aus Reitzenhain kommend bestehen. Bitte beachten Sie auch die Ausschilderung vor Ort. Für Anlieger wird die Zufahrt zu ihren Grundstücken auch während der Baumaßnahmen gewährleistet bleiben. Aber auch hier kann es hin und wieder mal zu Einschränkungen kommen. Wegen Änderungen im Bauablauf verlängert sich die Vollsperrung der Hauptstraße in der Ortslage Gebirge zwischen dem Hausgrundstück Nummer 19b und dem Abzweig Straße des Kindes bis zum 25. Juni 2021. Die Umleitung erfolgt weiterhin über die obere Gebirgsstraße und die Kreisstraße 8130 Karlstraße. In der Zeit vom 25. Mai bis zum 26. Mai ist in Pobershau die Amtsseite Bergstraße auf Höhe des Hausgrundstücks Nummer 15b erneut voll gesperrt. Hier wird ein Einfamilienhaus errichtet. Die Zufahrt bis zum Hausgrundstück Nummer 24a ist über die Bergstraße. Die Zufahrt bis zum Hausgrundstück Nummer 20 über die Zugstraße gesichert.
Ebenso ist die Zufahrt zum Katzenstein möglich. Auch heute brauchen wir in die Polizeiakten keinen Blick zu werfen. Es gibt keine nennenswerten Berichte aus unserem Sendegebiet. Das klingt doch gut vor dem Wochenende. Ob das Folgende auch gut klingt, das überlasse ich lieber Ihrer Interpretation. Wir kommen nämlich zum Wetter. Tobias Körner, nebenan im Regionalwetterstudio, wie schaut es denn in unserem eingeschränkten Modus über Pfingsten aus, was Bewegung und Verpflegung an der frischen Luft angeht? Ja, Thorsten, das Pfingstwochenende steht bevor und das ist üblicherweise die Zeit für Familienwanderungen und ausgedehnte Grillabende. Also alles Aktionen, die im Freien stattfinden. Denn der Mai zeigte sich in den vergangenen Jahren zu dieser Zeit schon immer recht sommerlich. Der Mai 2020 beispielsweise war mit 210 Sonnenstunden sehr, sehr sonnig. Ja, und wenn die Sonne das in diesem Jahr noch erreichen möchte, dann muss sie sich aber noch ganz schön strecken. Bislang stehen nur 145 Sonnenstunden auf der Abrechnung. Aber am kommenden Wochenende kommen da noch ein paar Stunden auf das Konto. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel bedeckt und blickdicht und mit einer 85%igen Wahrscheinlichkeit wird es immer wieder mal tröpfeln. Dafür verbleiben die Nachttemperaturen im zweistelligen Bereich. In der Stadt der Sieben Täler in Olbernhau am Markt gibt es 9 bis 10 Grad. In Marienberg-Dörfel am Funkhaus stehen ebenfalls 9 bis 10 Grad in der Anzeige des Thermometers. Und in der MZ-Stadt Zschopau können sich die Zschopauer auf 10 bis 11 Grad einstellen. Der Wind weht dabei nur leicht mit um die 10 Kilometer pro Stunde aus Südwesten. Morgen früh beim Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens zeigt sich der Himmel vorerst noch bedeckt. Aber bereits in den Vormittagsstunden reißt der Himmel auf. Er ist dann leicht bewölkt und die Sonne übernimmt die Regie. Das bleibt auch über den Nachmittag so. Gegen Abend ist es sogar wolkenlos. Die Sonne kann dadurch am Ende des Tages bis zu 7 Arbeitsstunden abrechnen. In der Nacht kommen da wieder ein paar Wolken dazu. Regnen wird es morgen insgesamt aber nicht. Das Niederschlagsrisiko liegt bei um die 20%. Die Temperaturen sind zwar nicht der Brüller, aber immerhin im zweistelligen Bereich. In Halbach an den Fischteichen gibt es 9 bis 14 Grad. In Großrückerswalde am Flugplatz werden Werte von 9 bis 13 Grad erwartet. Und die Griesbacher können sich auf 10 bis 15 Grad einstellen. Einzig der Wind, der ist Spielverderber, denn er weht in kräftigen Böen mit bis zu 55 km pro Stunde aus Südwesten. Dadurch fühlen sich die Temperaturen etwas kühler an. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der weitere Ausblick auf das lange Pfingstwochenende, beginnend mit dem Sonntag. Da ist der Name wieder mal Programm. Die Sonne scheint von einem leicht bewölkten Himmel und das ganz ohne Regen. 8 bis 14 Grad zeigen die Thermometer bei einem kräftigen Wind aus südwestlicher Richtung. Der Pfingstmontag schließt hier recht gut an. Der Himmel ist zwar wolkig und die Sonne hat nicht mehr den Löwenanteil am Wettergeschehen, trotzdem schraubt sich das Quecksilber auf 14 bis 20 Grad, was dann auch die Wochenhöchstwerte schon sind. Der Wind weht in frischen Böen weiter aus Südwesten. Wie das dann in der nächsten Woche so weitergeht, ob es denn nun endlich mal noch sommerlicher wird und die kurze Hose zum Einsatz gebracht werden kann, das verraten wir Ihnen dann am Dienstag hier an dieser Stelle. Das war's für diese Woche hier aus dem Regionalwetterstudio. Ich wünsche Ihnen ein tolles Pfingstwochenende. Machen Sie das Beste draus. Und dir, Thorsten, einen schönen Feierabend. Und für mich heißt es jetzt nur noch Kern wischen raus. Tschüss. Vielen Dank, Tobias, für die Wetteraussichten und dir wünsche ich natürlich auch frohe Pfingsten. Liebe Zuschauer, und wir sind schon wieder am Ende von Megional für den Freitag und diese Woche angekommen. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in unsere Mediathek auf der Homepage. Unter den Internetadressen www.mef-line.de
oder www.glückauf.tv. Finden Sie sowohl unseren Livestream als auch Sendungen und Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Apropos Sendungen, ab morgen startet auch wieder eine neue Ausgabe unseres Wochenrückblickes zu den bekannten Sendezeiten. Und am Pfingstsonntag und Pfingstmontag sehen Sie um 10 Uhr und 18.30 Uhr einen evangelischen Gottesdienst aus Pobershau. Es predigt Pfarrer Martin Gröschel. Ich verabschiede mich jetzt für heute hier aus dem Megionalstudio. Am Pfingstmontag sehen Sie keine Megionalausgabe wegen des Feiertags. Aber am Dienstag sind wir dann wieder für Sie hier zur Stelle. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, später eine gute Nacht sowie ein erholsames Wochenende. Und wir vom gesamten MEF-Team wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest.